Exist to Exist. Langsam spüre ich wieder so ein Kratzen im Hals. Es ist einfach der Wahnsinn. Es ist ein schönes Ding. Und hier kommt das Video mit ein paar sehr schönen Deutsch-Punk-Bands. Und eine Band, die ihr schon so ein bisschen kennt, vielleicht auch durch die Originalband, die ja im Dezember in Hamburg gespielt hat, naja, mehr oder minder original sind, ist die Schleimkeim-Coverband Kaffeespione. Moin, und wir haben hier den Sänger quasi. Ja, erzähl mal, ich würde mal sagen, was beim Rock am Berg war, bleibt beim Rock am Berg und da reden wir nicht weiter drüber. Das ist das Beste. Ja, erzählt doch mal über eure Liebe zum Schleimkeim, zu eurer Idee, diese Band zu covern und zu eurer Coverband. Okay, ja, wo fange ich an? Ja, wir sind alles Erfurter Jungs, ja. Außer unser Schlagzeuger, der ist in Berlin geboren, aber hat lange genug in Erfurt gelebt. Und in der Szene genug mitgemacht, um Schleimkeim gut zu finden. Ja. Mhm. Ich bin teilweise selber noch mit Otze um die Häuser gezogen, als junger Kid Punk. Das war unser Gott. Ja. bevor dann leider den Weg gegangen ist, den er gegangen ist. Und wir saßen, ja, war lange Zeit eine Lehre, auch so im Erfurter Punkbetrieb. Und wir haben aus Schnapsidee, ja, für den Geburtstag gesagt, hier kommen, wir machen ein paar Schleimkeime Sachen. Mhm. Waren auch viele alte Leute dabei, die jetzt auch teilweise hier in Berlin sind. Mhm. Ja, Manni, Atze, Silke, alles alte Erfurter Punks, die damals so das erste AJZ-Bild aufgebaut haben, auch 89 schon. Und Otze und Schleimkeim sind halt eine absolute Größe. Stoppernheim ist nur 3 Kilometer von Erfurt weg. Mhm. Und ja, und da haben wir gesagt, okay, und dann haben wir für Mannis Geburtstag hat man das eigentlich gemacht. Und das sollte eigentlich nur so eine Geburtstagssause sein. Und wir haben alle gesagt, hier, mach das weiter, das ist geil. Und es war ja auch dann mehr oder weniger so, dass du immer wieder eingeladen wurdest. Mhm. Und eigentlich keine Chance hat, also wir haben das nicht geplant. Wir haben nicht gesagt, wir werden jetzt die Schleimkeim-Coverband, sondern die... Es hat sich so verselbstständigt, ja, weil ihr einfach nachgefragt wurde. Es hat sich absolut verselbstständigt. Und die Nachfrage war absolut da. Mhm. Überall, jeder kennt Schleimkeim. In Österreich, in der Schweiz, in Westdeutschland. Wir hatten teilweise wirklich Auftritte in Mannheim oder sonst wo, wo wir geflasht waren. Das ist ein Ding.
an Punks-Bands dann doch schon krassen Texten. Satan ist zum Beispiel einer der mega krasse, mach dich doch selbst kaputt, bevor es jemand anderes tut. Ist ja auch. Wie kann man das einordnen? Als jemand, der das vielleicht auch gar nicht so miterlebt hat, wie kann man Otzes Texte oder auch ihn als Person so ein bisschen heutzutage beschreiben oder einordnen? Punkrock in der DDR war immer krasser als Punkrock in Westdeutschland, weil es einfach viel mehr sanktioniert wurde. Ich glaube, mit dieser Gefahr im Hintergrund wirklich dafür, wirklich dafür in den Knast zu gehen, also wirklich auch körperliche Repressionen zu haben. Damit schreibt man natürlich auch viel krassere Lieder, als wenn es niemanden interessiert. Ja, oder was heißt niemanden interessiert? In Westdeutschland hat es ja Anfang der 80er auch viele interessiert, aber nicht so krass wie halt in einem autoritären System, wo das halt nicht gewünscht war. Und deswegen sind die Texte und auch die Härte von Kleinkeim, habe ich so in keiner anderen Band erlebt. Und so war es aber auch. Es war sein Leben. Ja. Und er konnte jeden Tag damit rechnen, weggefangen zu werden, in U-Haft gesteckt zu werden, viele wieder Handlungen davon. Ja. Die zum Beispiel wurde ich an die Heizung gekettet, hier gestatten, Obermeister Meyer, ja, in der U-Haft, zusammengeschlagen, tralala. Und ich meine, Otze war immer mal ein paar Wochen weg und dann war er einfach weggefangen. Ja. Das kann sich heute keiner mehr vorstellen. Und so war es. Es gibt ja manchmal Leute natürlich auch viel krasser. Es gibt ja manchmal so Diskussionen, oder letztens hatte ich so die Diskussion von Leuten, die sagten, ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang das war, wo die sagten, ja, ist doch geil, dass Punk-Konzerte wieder mehr verhindert werden, die so ein bisschen sich zurückträumen und sagen, Osten, da haben wir mehr zusammengehalten als hier durch dieses Kriminalisierte, das gab uns mehr Zusammenhalt, das ist doch irgendwo, also die das so ein bisschen meiner Meinung nach romantisieren. Glaube ich nicht. Schwachsinn, frag jeden, der das mitgemacht hat. Hier in Berlin ganz viele, Berlin ist ja nun mal der Brennpunkt, ja, wo auch viele dann von den Ostdeutschen aus der Provinz, in Erfurt-Provinz, das hierher gezogen hat, die wünschen sich das nicht zurück. Ja. Das ist Unsinn. Also wir wollen eine lebendige Szene haben, aber wir wollen nicht mit der Angst leben, auf jedem Künstler verhaftet zu werden oder weggestaubt zu werden. Wir wollen unsere Mucke machen. Ich glaube, jetzt ist es auch sehr viel mehr, nicht mehr so, das ist schon natürlich politischer Protest, ja, aber es geht auch ganz viel noch mehr um die Musik. Weiß nicht, also ich wünsche es mir nicht zurück. Ich habe selber Familie, zwei Kinder, bin verheiratet. Es wäre schlimm, wenn ich Gefahr laufen müsste, bei jedem Konzert, das ich spiele, verhaftet zu werden oder ein paar auf die Fresse zu kriegen. Das möchte ich nicht haben. Ja. Und ich glaube, dass die Leute, die das mitgekriegt haben, das auch nicht wollen. Ja. Ja, es ist, vielleicht sehen wir eine Sehnsucht von Leuten, die es noch nie erlebt haben. Hey, das ist nichts, betrifft uns alle. Und ich hatte das heute schon, als ich auf der Autobahn stand und dachte, ich komme nicht an. Da hatte ich so eine gute Manns, aber normalerweise hat man auch gute Manns. Bei dem, was hier passiert ist, dass wir heute hier sind, dass irgendwelche Witze auch verhindern, dass wir unser Festival anmachen können ohne euch. We'll be right back.
Szene Osten? Was würdest du dir wünschen? Was findest du gut? Was findest du schlecht an dem, wie es im Moment ist? Hamszene Osten ist der Hammer. Wir sind wirklich 5, 6, 7 Jahre jedes Wochenende überall im Osten rumgefahren, getourt. Wir haben Freitag, Samstag, jeder von uns hat anderes Arbeit, ja, oder anderes Arbeit. Freitag losgefahren, haben Konzert gespielt in Sprenberg, sind weitergefahren nach Weißwasser am Samstag, haben praktisch 2 Konzerte abgerissen am Wochenende. Und überall, wo wir waren, in jedem noch so kleinen Fürstenwalde, frag mich nicht, wo wir überall waren. Überall war die Punk-Szene lebendig, die halten zusammen, wir sind vernetzt. Das ist natürlich jetzt noch viel krasser oder viel schöner in der heutigen Zeit, dass man sich vernetzen kann. Traurig wird es eben, wenn wir wie in Wurzen gespielt haben und hören, die Wochen schon in der letzten Woche dreimal zum Faschisten überfahren. Aber der Zusammenhalt, sage ich mal, gerade weil sie diese Nazi-Probleme haben, ja, in Brandenburg, in Sachsen-Anhalt, in Sachsen, in Thüringen, überall, im ganzen Osten, die Leute, die wirklich in der Punk-Szene aktiv sind, die verletzen sich, die sind solidarisch, das finde ich großartig. Wir haben in Käfern gespielt, das wusste ich noch gar nicht, dass es dort so geile Leute gibt, die diesen Spirit leben. Dann danke ich dir recht herzlich. Hab noch ein schönes Rock am Berg. Wir sehen uns früher oder später sicher wieder. Absolut. Rock am Berg ist es aber nicht. Ich wusste, beim Refuse sage ich Resist, beim Resist sage ich Rock am Berg. Scheiße, okay. Das haben wir alles nicht gesagt und nicht gehört. Ich hoffe, der Rest des Interviews war einigermaßen gut drauf, trotz hier der Lautstärke und des Soundchecks. Ansonsten noch viel Spaß mit dem weiteren Resist. We'll be right back.